Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel der Liebe für die kommende Woche. Und wie gesagt, auch diesmal habe ich mich komplett intuitiv leiten lassen, wie die Kartenlegung erfolgt. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen anders, als ihr das so kennt, aber für mich ist es sehr im Flow, sehr klare Informationen, die hier fließen wollen. Und wir haben eine sehr, sehr spannende Information, die für die nächste Woche kommt, die auch Bezug nimmt auf das Monatsorakel, auf Hinweise, die im Monatsorakel schon kamen. Und werde ich natürlich kurz auch nochmal Bezug nehmen. Ihr könnt auch nochmal ins Monatsorakel reinschauen. Dann habt ihr den kompletten Bezug nochmal für euch selbst. Und ich finde es sehr stimmig und ja, würde es euch gerne genauer zeigen und erläutern. Vorab aber wie immer der Blick weiter unten zu den individuellen Botschaften. Ihr habt hier die Möglichkeit, eine von drei individuellen Botschaften für euch auszuwählen. Ich habe wie immer Edelsteine im Gepäck, die euch helfen, die Entscheidung zu erleichtern. Die linke Botschaft könnt ihr mit dem Labradorit, Spirale oder das ist jetzt hier allerdings Jade, die fällt nur sehr dunkel aus. Wählen, treffen die Entscheidung. Ihr könnt in der Mitte das Herz nehmen mit dem Rhodonit-Armband. Ihr könnt genauso auch rechts den Apatit wählen mit dem Apatit-Armband. Alles auch erhältlich in meinem Online-Shop. Ja? Wählt einfach intuitiv aus, was ist eure persönliche Botschaft hier. Wenn ihr dazu länger braucht, haltet das Video kurz an, damit ihr wirklich aus dem Bauch raus entscheiden könnt, aus dem Herzen heraus. Und ich werde dann schon mal anfangen und den Blick jetzt wieder nach oben lenken, weil wir hier oben anfangen werden mit den Ausgangsbotschaften. Und die erste Botschaft, die hier kommt, ist die Botschaft Ende und Anfang. Das heißt, etwas in der Liebe geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Ja, das heißt, es kann sein, dass du eine Entscheidung treffen musst in der kommenden Woche, was du beenden, was du beginnen willst. Das kann auch eine natürliche Entwicklung sein, die einfach so passiert, ja, die aber zu deinem höchsten Wohl ist, die mit anderen Dingen zu tun hat, wie wir gleich sehen werden, warum bestimmte Dinge zu Ende gehen mögen oder auch alter Zyklus zu Ende geht. Es ist ja hier die Spirale zu sehen, alter Zyklus geht zu Ende und wie gesagt, der ist zu deinem höchsten Wohl. Das ist ein versteckter Segen, den du jetzt noch nicht erkennen kannst, etwas, was sich dir noch ich weiß noch nicht, ob nächste Woche, aber in der nächsten Zeit offenbaren wird. Da wirst du die Perle in der Muschel erkennen und sehen, was dir da geschenkt wird. Ja, ist vielleicht noch nicht so sichtbar. In jedem Fall geht ein karmischer Zyklus zu Ende. Ja, durch karmische Auflösungen, die du gemacht hast in der letzten Zeit, gehen jetzt alte karmische Zyklen zu Ende und du merkst, das bringt was, es bringt dich nämlich weiter. Und das werden wir gleich auch sehen, wie das geschieht. Und es bringt mehr Balance in dein Leben, auch in dein Liebesleben, was ja sehr wichtig ist. Das heißt, die Dinge balancieren sich aus. Es ist entspannter, es fließt mehr, es geht voran. Das, was vorher geblockt war, vielleicht karmisch, fängt jetzt an zu fließen, sich nach vorne zu bewegen. Auch das werden wir gleich ziemlich genau sehen, weil wir hier noch erläuternde Karten haben. Und das Ende der Woche wird zeigen, dass du einen Moment der Stille brauchst, nach innen gehen, um eben gewisse Entscheidungen zu treffen oder dich mit bestimmten Informationen, die im Laufe der Woche kommen, auseinanderzusetzen und die wirken zu lassen, um wirklich nach innen zu horchen. Ganz, ganz wichtig. Das ist schon mal die Ansage von oben. Ich sag mal so, sagt einem erstmal noch nicht ganz so viel. Aber wir kriegen jetzt Futter. Unter jede Karte schauen wir, was bedeutet das? Was bedeutet Ende und Anfang in der Liebe in der kommenden Woche für dich? Ein Abstand, den du zu einer Person hast, das kann in Kilometern sein. Ja, das kann jemand sein, der weiter weg wohnt. Ich weiß, es hatten einige kommentiert. Auch die Karte war, meine ich, in dem Monatsorakel schon drin. Also diejenigen, die einen Wunschpartner, Partner haben, der weiter weg wohnt. Für manchen sind 50 Kilometer weit, für den anderen 500 Kilometer, für den anderen 5000 Kilometer. Das definierst du. Also jemand, der weiter weg wohnt, ja, das geht zu Ende. Also vielleicht endet diese Distanz. Ja, das muss auch nicht nur eine Distanz in Kilometern sein, sondern das, was zwischen euch stand, und für manche kann das karmisch bedingt gewesen sein, geht weg. Also die Distanz hört auf. Ihr kommt euch näher. Ihr habt mehr Zeit zusammen. Es ergibt sich irgendwie durch Veränderungen im Leben, durch Wegfallen von Blockaden, wie ich schon sagte. Und
Da ist auch ein Liebhaber in der Nacht, jemand, mit dem ihr vielleicht euren Spaß habt, eure Freude weggeht. Naja, tanzen ist ja im Moment nicht möglich, aber auf jeden Fall jemand, mit dem ihr temporär eine schöne Zeit habt, euch getroffen habt, Zeit verbracht habt, ob nun draußen drin, wo auch immer, sucht euch das aus. Auf jeden Fall, auch das kann zu Ende gehen. Ja, also auch hier kann es sein, das war eine temporäre Geschichte und das löst sich jetzt auf. Und ihr steht eben vor der Frage, geht's weiter oder geht's nicht weiter? Und da haben wir auch schon den passenden Herrn dazu. Und mir kam dazu sehr direkt dieses Thema Secret Lover. Und zwar hatten wir in dem Monatsorakel für Juli, wenn ihr noch mal reinschaut, gab es die Karte Secret Lover. Die kommt jetzt hier nicht vor, aber das scheint mir der Mann zu sein, wo ihr vielleicht überlegt habt, ach, der wäre auch eine gute Alternative, der gefällt mir. Das ist flirty, das ist schön, das fließt, das gibt mir was. Ja, und vielleicht ist das der, der weit weg wohnt, der jetzt vielleicht in deine Nähe zieht oder wo sich eine gewisse Distanz auflöst. Ja, also eine Chance ergibt vielleicht für mehr, für was Tieferes, ja, für was Beständigeres, Langfristigeres, was vielleicht vorher gar nicht absehbar war. Und ja, ich kriege gerade den Impuls, gleich so vorzugehen. Denn der schaut dich, also ich habe ja die, weiß ja, die meisten Zuschauer hier sind weiblich, die, also fast über 80% sind weibliche Zuschauer. Und dieser Lover, möchte ich mal sagen, Lover in the Night, dieser Secret Lover, der schaut dich an. Ja, das heißt, er ist dir zugewandt, ihr seid im Gespräch, du siehst auch die Distanz, die vorher da war, vielleicht durch eine Ferne oder so, die rückt näher. Also er kommt dir näher in jeder Hinsicht, ob emotional, ob körperlich, ob wohntechnisch, ja, es ergeben sich neue Möglichkeiten. Und er schaut dich eben an und möchte natürlich auch wissen, möchtest du das auch, findest du das auch gut, ja? Und ich habe jetzt zu ihm, wir machen das eben jetzt, weil das so passt hier zu dieser schönen Begegnung, wie die sich anschauen, habe ihn mal gebeten, eine Message zu geben, was er dieser Frau, ja, die vielleicht du meine Zuschauerin bist, sagen möchte. Und er sagt, deine Schönheit bewegt mich immer noch. Also er ist sehr angezogen von deiner Schönheit. Wie gesagt, kann also jemand sein, mit dem es bisher flirty war. Ja, ein Flirt, jemand, eine Liebelei, eine Liebschaft, ne? Noch etwas Oberflächliches vielleicht noch. Aber er sagt, deine Schönheit zieht mich an. Das muss nicht heißen, dass wir hier von oberflächlicher Schönheit reden, sondern das kann die innere Schönheit sein, die durchstrahlt, deine spirituelle Schönheit, ja. Also du wirst wissen, was er damit meint. Aber er fühlt sich, das sehen wir hier auch, wie er sie anschaut, er fühlt sich von deiner Schönheit im Innen und Außen angezogen. Jetzt ist ja die Frage, was sagt sie zu ihm? Ja, habe ich sie auch gebeten, mal eine Botschaft zu geben. Und sie sagt, es ist im Moment einfacher, für mich wegzubleiben. Aha, da haben wir schon den kleinen Konflikt. Also die Dame hier in dem Ganzen, ja, es schauen ja auch Herren zu, die Dame in dem ganzen Spiel nimmt das zur Kenntnis, dass der Mann hier, der Secret Lover, vielleicht mehr möchte. Ja, er möchte die Distanz verringern, er möchte mehr sein als jemand, den man gelegentlich trifft. Aber sie sagt, es ist im Moment für mich einfacher, noch auf Distanz zu bleiben. Also sie möchte die Distanz noch mal ein Stück weit aufrechterhalten. Das kam ihr offenbar ganz zu Pass, ja, dass da eine gewisse Distanz war. Das heißt, die Frage, fangen wir an oder beenden wir es? Die ist zu Recht gestellt hier. Also das ist die Frage, die sich euch beiden und vor allem auch der Dame stellt. Willst du, dass er näher kommt? Willst du, dass er mehr bei dir ist? Oder möchtest du es nicht? Und das ist jetzt in der Überlegung der kommenden Woche. Ich gucke noch mal hier, der versteckte Segen ist, dass es hier Fool's Gold, also dass es hier um Gold geht. Wir sehen hier goldene Herzen am Baum. Also die Liebe trägt Früchte. Die Dinge sind golden, sind schön. Es ist also ganz viel Fülle da in der Liebe, ja, Erfülltheit, ne? Das ist schon für die Dame auch erfüllt, dass er sie so toll findet. Also das ist einfach schön, dass diese Sympathie auch erwidert wird. Aber natürlich, ob das ein versteckter Segen ist, liegt im Auge der Betrachterin hier. Ja, also ihr seht, dass die Dame so ein bisschen durch die Hände durchschaut. Eye of the Beholder. Also es geht darum, die Dame entscheidet, ob das jetzt alles hier ein Segen ist oder nicht. Und ich entnehme dem auch, weil das ist ein Prozess. Es ist nicht, dass sie sofort sagt, nee,
Ja, nein, sondern sie braucht den Abstand auch, um sich klar zu werden. Und wir sehen auch nachher, warum. Das kommt noch. Warum sie einen Moment Abstand braucht, also auch für die Herrenwelt da draußen, bitte nicht verzweifeln. Es kann sein, dass diese Frau erstmal sich das offen lässt, wie es weitergeht, weil sie darüber, wir haben hier die Stille, nachdenken muss. Okay, also lasst ihr einen Moment Zeit, nicht so viel Druck aufbauen. Gucken wir weiter. Wir haben gesagt, der karmische Zyklus endet. Ja, etwas Karmisches endet, dadurch wird es in Beziehungen leichter. Die Transformation findet auch sehr, sehr stark in der Liebe statt. Also nochmal die Bestätigung, dass ihr das sehr stark in der Liebe, in den Liebesbeziehungen jetzt sehen werdet. Und Stars Align, also die Sterne stehen gut, stehen für ein sehr positives Ergebnis. Das heißt, wir gehen raus aus den rückläufigen Planeten, die ja sehr stark in die Vergangenheit schauen. Natürlich sind immer noch Planeten rückläufig, aber einige haben jetzt aufgehört, rückläufig zu sein. Die Venus und Merkur sind nicht mehr rückläufig. Das heißt, für die Kommunikation in der Liebe ist das gut. Und das ist ja das, was meistens die Menschen verbindet, was sich erstmal auch auswirkt. Und das merkt ihr schon, denn es geht, jetzt fällt mir alles auseinander, es geht mit voller Fahrt voran. Also ihr merkt, die Dinge gehen voran. Es geht um Zukunft. Wo wollen wir hinsteuern gemeinsam? Wollen wir reisen? Wollen wir zusammen etwas unternehmen? Ja, zusammenrücken auch, physisch zusammen irgendwo hinfahren, was vielleicht bei dieser Long-Distance-Beziehung oder Verbindung oder dem Flirt vorher nicht ging. Also, worüber sie nachdenkt, ist, ja, will ich, kann ich mir vorstellen, mit ihm weiterzugehen. Ja, es war schön, vergnüglich, so wie es war. Vielleicht habt ihr irgendeine Internetkommunikation gehabt, gerade über diese Corona-Zeit, ging das gut über die Entfernung und es war wunderschön. Und jetzt ist die Frage, wollen wir auch zusammen voranschreiten? Ja, wollen wir weitergehen? Und die Frage stellt sie sich, die Sterne stehen gut dafür, für diesen Mann. Die stehen gar nicht schlecht. Ja, es ist jetzt nur, ich glaube, die Frau muss auch verstehen, ja, das Karmische liegt jetzt hinter dir, die Blockierungen sind erstmal weg und es geht wirklich, es kann vorangehen. Ja, es kann sogar sein, dass du als Frau mit ihm tatsächlich überlegst, auch eine Reise zu planen. Ja, und du möchtest halt drüber nachdenken. Kannst dir das wirklich vorstellen? Ja, willst du das? Ja, aber da ist auch Potenzial, um Gottes Willen. Dann schauen wir uns an die Balance, die jetzt reinkommt in die Verbindung. Wow, 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 wow. Woher kommt die Balance? Die Balance kommt aus der Integrität. Wir hatten die Karte Integrität in einem der Portalorakel. Also es geht um die tieferen Themen. Das heißt, diese Dame wird sich bei diesem Secret Lover, mit dem sie Flirt und Spaß hatte, jetzt auch die tieferen Schichten anschauen. Ja, wie integer ist er? Wie loyal ist er? Wie verlässlich? Ja, das war diese Herz- und Nierenprüfung, die jetzt kommt. Also sie wird schauen, hält er, was er verspricht? Meint er es wirklich ernst? Wo will er mit ihr hin? Ja, ist tickt er so wie sie? Ja, also sie guckt sich das wirklich an. Ups, war schon ein zu weit. Und da haben wir nochmal den versteckten Segen. Ja, und das heißt, es kann sein, dass sie bei ihm wirklich unter der durchaus ja attraktiven Schale auch sehr viel Herz und Verstand findet und dass sie merkt, wow, da passt ja doch mehr, als ich erst mal gedacht habe. Ja, also wie gesagt, das ist alles in Prüfung in der nächsten Woche, ihr Lieben. Alles in Prüfung. Und die Engel sagen, da, wo ihr hinsteuert zusammen, ja, das ist das Glück. Also es wird eine glückliche Reise, es wird eine glückliche Unternehmung, weil wir wieder mehr in Balance sind, weil wir in Verbindung sind mit unserer tieferen Integrität, weil da noch ein versteckter Segen ist, der offenbar auch zum Glück noch beiträgt, den du aber jetzt noch finden musst bei dieser Person. Das ist dann eure Privatsache, das auszubuddeln, was da in der Tiefe noch liegt. Das kann ich hier noch nicht sehen. Das wird auch bei jedem was anderes sein. Aber ihr werdet sehen, ihr reist jetzt mit der Person möglicherweise ins Glück. Dann haben wir die Zeit der Stille, wo die Dame wahrscheinlich nachdenkt. Sie hat von diesem Mann eine Einladung in eine Liebesverbindung bekommen. Also er will mehr, es ist ihm ernster, er will weitergehen mit ihr, tiefer gehen mit ihr. Das registriert sie, das lässt sie auch kurz mal innehalten und durchatmen. Und sie will natürlich auch schauen, ob es da eine höhere Absicht gibt für diese Verbindung. Na, Frauen sind so und auch spirituelle Frauen sind so. Die schauen natürlich auch, gibt es eine tiefere Verbindung? Haben wir irgendwie gemeinsame Projekte, an denen wir auch Freude haben? Es geht ja nicht immer nur um Arbeit, sondern auch um, was ist die höhere Aufgabe unserer Beziehung? Für manche kann das auch ein Kind sein, ja, ein Kind in die Welt setzen. Alles Mögliche, ja, das kann. Ich weiß es nicht. Das wird für jeden was anderes sein. Das ist jetzt schwer da konkret zu benennen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber sie nimmt
nimmt diese Einladung in diese Liebesbeziehung wahr, aber sie schaut auch, gibt es noch einen höheren Grund für diese Begegnung? Ist es geführt? Ist es mein Weg? Ja, ist er Teil meines spirituellen Weges? Okay. Und die Engel sagen aber zu dem Thema höhere Absichten, also higher purpose, also höhere Aufgaben, höhere Verbindungen, kommt noch eine Nachricht. Das werden wir gleich auch erfahren. Also ihr werdet noch eine Nachricht dazu bekommen zu dem Thema, die auch nochmal, ja, hier so, ihr seht, das läuft hier auf so einen Eckpunkt zu. Ja, hier laufen zwei Stränge aufeinander zu, wo eine Nachricht kommt, die nochmal bedingt, dass du wirklich drüber nachdenkst. Und das kriegen wir gleich, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also sehr, sehr spannende Legung, wie ich finde, sehr, sehr hohes Potenzial, was da ist. Schönes Potenzial für Tiefgang, aber auch offenbar nicht umsonst, dass sie nochmal guckt. Wir werden auch gleich sehen, warum. Eben, wie gesagt, ich verweise auf die Nachricht. Jetzt gucken wir uns die individuellen Botschaften an. Wir haben links Labradorit und Jadearmband. Diejenigen, die das gewählt haben, hier geht es wirklich um ein Treffen, also eine Begegnung. Auch ja, das ist ja auch das Symbol für werben, einander, umeinander werben. Also dieser Mann wirbt um diese Frau. Das wird jetzt offiziell. Also er ist nicht mehr der Secret Lover. Er will so ein bisschen mehr ins Rampenlicht. Er will sich mit ihr treffen. Er will Zeit mit ihr verbringen. Er macht ihr den Hof. So sagen wir das doch, ne? Und alles, was vorher war, was vielleicht schwierig war, kritisch war, hier haben wir schwierige Kommunikation, mögliche Streitereien oder Probleme in der Kommunikation. Wir haben ja jetzt 3 Wochen Merkur hinter uns, rückläufiger Merkur, wo es zu Problemen, Missverständnissen, auch technischen Problemen kommen kann in der Kommunikation. Das hört alles auf. Also was vorher vielleicht komisch war, nervig, schwierig, undurchsichtig, das hört auf. Und macht einer angenehmen Aufregung Platz, also dass ihr merkt, dass das kribbelt mehr, es wird spannender, es kommt offenbar mehr, was hier die Dame auch interessieren könnte. Also durchaus einen tieferen Blick wert, wie ich schon sagte hier. Dann haben wir das weiße Herz, das Shiva-Eye-Herz. Jetzt kommt der Knaller. So, also diejenigen, die diese Kombi hier gewählt haben, da taucht ein zweiter Mann auf. Da hatte ich so das Gefühl, für viele ist das jemand, den sie schon länger kennen, mit dem sie sich vielleicht auch schon länger eine Beziehung gewünscht haben. Das könnte so ein Zwillingsflammen-Dualseelenkandidat sein. Muss nicht, kann, ja. Auf jeden Fall ein anderer Mann, kann auch ein Ex-Partner sein. Also ich habe so das Gefühl, mit dem war eine Beziehung ganz lange Thema. Und er schreibt euch eine Nachricht. Da haben wir die Nachricht, ja. Er schreibt euch einen Brief. Also ausführlicher, nichts Kurzes. Ja, das hier könnte eine SMS sein, aber es kommt noch irgendwie was Längeres hinterher, eine längere Erklärung. Und aus diesem Brief geht für euch, für die Dame hier hervor, dass etwas in diesem Mann geheilt wurde. Ihr seht, wow, der ist auf einer ganz anderen Ebene. Der hat sich entwickelt, der hat alte Themen geheilt, die mich immer genervt haben oder die uns immer verhindert haben, dass wir wirklich zusammenkommen. Ja, und wir haben die Vögel, die Veränderung. Also ihr seht, da ist noch ein anderer Kandidat, so möchte ich es mal nennen, von dem ihr eben eine Nachricht bekommt. Und deshalb kollidiert das hier bei den Überlegungen mit, ist das hier geführt mit diesem Mann? Ja, das ist schön, fühlt sich gut an, aber ist es auch geführt? Ist es meine Bestimmung? Und prompt kommt hier noch jemand dazwischen, der sagt, ja, ich könnte ja auch deine Bestimmung sein. Bitte vergiss mich nicht. Und er teilt dir mit, dass er Heilung erfahren hat, dass er Dinge vielleicht anders sieht, dass er vielleicht Konflikte in sich oder seinem Leben gelöst hat, dass Veränderungen, die vielleicht immer anstanden, aber noch nicht erfolgt waren, wir haben ja hier die Auflösung des Karmas, ihr Lieben, dass das bei ihm jetzt stattfindet. Das heißt, ihr Lieben mit dem weißen Herz, ihr habt wirklich Überlegungen anzustellen. Tatsächlich, wir hatten auch eine andere Karte mal in einem der Portalorakel, Many Fish in the Sea, A Lot of Fish in the Sea war das. Also viele Fische im Wasser, viele Möglichkeiten. Ihr habt jetzt wirklich, ja, die Möglichkeit, dass da, also zwischen zwei Stühlen sitzt ihr. Ihr müsst euch entscheiden, ja. Wer passt, wer ist derjenige mit der höheren Absicht, wer ist Spaß und wer ist ernst, wer ist langfristig, das ist eine Herzensentscheidung, ganz, ganz klar. Kommen wir zu denjenigen, die den Appetit gewählt haben. Ach so, ich kriege gerade noch einen Hinweis. Hier zu diesem Mann, immer wenn ich eine Personenkarte habe, höre ich auch gern, was der zu sagen hat. Jetzt will ich auch hören, was dieser Mann,
der jetzt auf einmal mit dieser Nachricht über seine eigene Heilung zu dir kommt. Und er sagt zu der Frau: Ich habe dich nie vergessen, auch wenn du gedacht hast, ich habe es. Also ich habe dich nicht vergessen, auch wenn du gedacht hast, ich habe dich vergessen. Also er bringt sich wieder in Erinnerung, wie passend. Er bringt sich wieder in Erinnerung, er taucht wieder auf, völlig unerwartet für dich. Und er löst auch was aus. Ganz sicher macht er auch einen Eindruck mit diesem Nachricht, mit diesem Botschaft oder Brief. Und du hattest wirklich gedacht, das war's, da kommt nichts mehr. Und er fragt sich jetzt, würdest du mich ablehnen? Would you reject me? Würdest du mich jetzt ablehnen? Oder wirst du mich jetzt ablehnen? Ja, weil du vielleicht gedacht hast, der hat mich komplett vergessen. Ja? Also ist da noch, sind da Ressentiments mir gegenüber oder bist du offen für mich? Freust du dich mit mir, dass mein Weg frei ist? Ganz, ganz spannend, ganz, ganz spannend, ganz, ganz emotional, was sich hier für einige auftun wird. Wow. Dann haben wir den Appetit. Appetit. Und diejenigen, die den Appetit gewählt haben, da kommt entweder ein Kind, wie ich schon sagte, die Soul Purpose, die Higher Purpose, entweder ein Kind. Ich glaube aber eher für die meisten geht es um neue Projekte, gemeinsame Projekte. Das heißt, für euch ist ausschlaggebend, mit wem habt ihr eine Zukunft, mit wem habt ihr die richtigen Projekte, spirituelle Projekte, ja. Und ihr seht auch, dass da, wo vorher karmisch viel blockiert war, vielleicht auch bei eurer Lebensaufgabe, auf einmal Brücken sich auftun. Also ihr merkt, durch diese andere Person, ob nun der oder der, werden Brücken geschlagen. Auf einmal geht's voran, auf einmal geht's ins Glück, auf einmal läuft es. Es kommt, geht in Richtung gemeinsamer Lebensaufgabe. Das kann für manche ein Kind sein, das kann für manche berufliche, spirituelle Ziele sein. Die Brücke ist jetzt möglich, auch zu diesen Männern und zu den jeweiligen Aufgaben, weil das Karma-Thema eben nicht mehr ganz dazwischen steht. Also das löst sich jetzt. Ja? Aber ihr müsst entscheiden, mit wem wollt ihr diese Brücke in die Zukunft bauen. Das ist dann nochmal eure persönliche Sache. Also wer jetzt sagt, das war nicht spannend, ich weiß nicht. Ich finde es krass, auch krass, wie es zum Monatsorakel passt, wo der Secret Lover ja schon angekündigt war und ich da natürlich noch nicht ahnen konnte, dass wir hier diese Situation haben werden. Aber es war so ein bisschen, konnte man durchs Schlüsselloch gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall dafür von Herzen alles Liebe und Gute. Ich wollte noch kurz anmerken, dass meine Seminare bald wieder starten. Ich werde jetzt bald neue Seminartermine für die Ausbildung zum Energieheiler mitteilen auf meiner Website. Ich werde das auch hier nochmal kundtun. Wahrscheinlich am Wochenende hoffe ich, dass ich dann ein paar Termine stehen habe und freue mich darauf, endlich wieder weitermachen zu können nach der Corona-Pause. In diesem Sinne, hört ihr da noch von mir, erfahrt noch mehr. Ihr könnt natürlich auch gerne nachfragen, wer es da eilig haben sollte. Kein Problem per Mail. Ich schicke euch Licht und Liebe aus meinem Herzen für die kommende Liebeswoche, dass ihr die richtige Entscheidung hier treffen werdet. Schicke Licht und Liebe auch zu euren Männern und sag bis bald.